Willkommen bei Benny und Steve, mein Name ist Steve und wir spielen heute die Demo von Leon Sophia für euch. Und auf geht's! I once had it all. My palate was sated. Nostrils stimulated. Standing venerated. And one day, you took everything away but shame and pain. I'm still not sure what game you're playing, but I'm back. I'm taking what's mine. Schönes Ding. So, was it haben wir denn? Made me think of your poem. Congratulations. Alles klar, ein Feuerzeug. Nehmen wir. So, Zettel. Hier haben wir noch. Was ist das? Ach, ein Bilderrahmen. Wer ist das? Unser Mann? Unser Sohn? Unser Vater? Wer ist das? So, ansonsten können wir noch irgendwas nehmen. Ah, schön, Ratten. Also die Grafik sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Das ist auch so diesig irgendwie. Sieht halt so wirklich aus, als wenn du hier gerade irgendwo am Meer bist irgendwie und der Nebel drückt so ein. Sehr, sehr cool. Für euch läuft es auch schön flüssig. Das sieht ganz gut aus. So. Okay, wo sind wir jetzt? Okay, es klingt so, als wenn es aus der Richtung kommt. Das ist ein Zettel. Ich gehe erstmal. Oh, hier ist ein Telefon. Okay. Hello? I received the word that you came to the lighthouse. Wir sind an einem Leuchtturm. Find everything to your liking. Well, that was fast. Yeah, I'm here. I'm very pleased to hear it. Now, are you writing? What? You must understand, Mrs. It is imperative that you start your work as soon as possible. I will remind you that you signed a contract. So it is very specific on the timeline. I would advise you abide by it. Goodbye. Das war eine schöne Telefonat. Lass mal gleich erstmal Stress machen. Now that was a conversation I was too sober for. Unser Verleger gewesen? Unser Lektorat. So. Dear, congratulations once again on winning our competition. Let us repeat, your submission astonished us, and we are delighted to welcome you in our hermitage. Make yourself at home. The whole lighthouse is at your disposal. Okay. Gut, ich glaube, ich muss das jetzt nicht nochmal vorlesen. Irgendwie, es wurde ja schon quasi in Englisch vorgelesen. So, alles klar. Oh, krass. Schon so leicht, so als wenn wir auch schon so... entweder gerade das LSD kickt gerade voll durch. Oder wir haben unsere Brille vergessen. Whole lighthouse is at your disposal. My ass. Zu... zu. Ich geh mal vorne noch mal kurz in die Ecke. Zu. So, hier kommen wir her. Das ist unser Zimmer. Kann ich... Nee, kann ich springen? Nichts.
Okay, was sollen wir machen? Was sollen wir hier? Sollen wir ein Buch schreiben? Sollen wir eine Geschichte schreiben? Sollen wir für irgendjemand etwas schreiben? Okay, dann checken wir mal hier die Tür. Nicht. Okay, dann setzen wir uns mal an unsere Schreibmaschine und schreiben was. Keine Ahnung was, aber irgendwas wird uns schon einfallen. Vielleicht eine romantische Geschichte, wie Mia Winters mit Nemesis zusammenkam. Okay, los geht's. Tick, 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 tick. Oh, der Heizkörper ist ja krass. Also die Demo soll sehr, sehr krass Jumpscare-lastig sein, hat Benny mir schon gesagt. Der hat da schon ein bisschen reingeschaut. Was? Hallo? Okay. Ach, schön, schön, schön. Lass mich raten. Nee. Alter, die Grafik sieht wirklich, wirklich sehr, sehr geil aus. Kann man nicht anders sagen. So, lass mich raten. Ist hier ein Bild runter? Dann würde ich eigentlich gar nicht sehen. Hm? Okay. Okay, schau. Haben wir eine Lampe? Oh, nee, wir zoomen mit F. Das ist ja auch interessant. So, ich möchte einfach nur raus. Mach auf! Okay, was sollen wir tun? Gibt es jetzt nicht viel Interaktionsmöglichkeiten? Ah doch, okay. Tür geht auf. Wunderbar. Might as well make some good use of the phone while I'm here. Jo, nachdem ich schon mal hier bin, kann ich ja den Telefon benutzen. Wen rufe ich denn jetzt an? Hello? Hi, darling. I'm calling to let you know I'm here. Can you believe the agency already called to see if I was working? That's insane. Did you at least have time to settle in a bit? How's the lighthouse? Inspiring? Spooky? Oh, das muss mega gruselig sein, na, Lene. All of these things. I was just looking around and it's certainly something. How are you? Do the meds work? Don't you worry about me, Mama. This is your time to do your work. To live your life. Okay, unser Sohn scheinbar. Well, maybe you're right. I should probably get to it then. Bye, son. Love you. Love you too, Mama. Sie hat auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stimme. Ja, es ist ja wirklich so, ne, dass sich halt manche Schriftsteller sich ja wirklich so an Orte zurückziehen, um halt quasi die auf sich wirken zu lassen und sich davon auch inspirieren zu lassen. Ich weiß ja nicht. Überleg mal, du bist halt alleine hier, ne? Immer die Woche kommt so ein Boot. So und das war's. Schön. Nicht. So, schreibe ich mal ein bisschen weiter. Oh, krass. Und wir sind... Ah, guck mal. Und wir sind quasi in Teil 1 wieder. Hass. Selbst jetzt. Verloren. Du verdienst es. Beende es. So, kann ich hier eine Abschrift machen? Nee. Ja, das war, glaube ich, das erste Bild, was wir damals hier malt haben. Ne? Und hier konnten wir ja in dem Schrank... Ach, du Schande. Alt verschlossen. Hier mussten wir ja die einzelnen Ingredienzien, die wir quasi gefunden haben, reinpacken. Ach, du Scheiße. No, this is private. Okay, pack sie wieder hin. Bitte. Ist ja gar kein Problem. Hello? Is anybody there? I hereby resign from service as maid in house. Tja, Mary, dann nehme ich deinen Rücktrittsgesuch an. Ist ja gar kein Problem. Oh, guckt euch das da mal an. Also, ich bin erstaunt von der Grafik, wirklich.
unheimlich. Ist aber schön. Ist aber schön. Ah, wunderbar. Schon vergessen, was das alles für tolle E-Mail da immer waren hier. It's just a little something to help me focus on my work, that's all. Damals hatten wir ja tatsächlich, wer noch nicht gesehen hat, plop! Zieht's euch mal rein. They're getting smart. Ja. Es ging quasi um einen verrückten Maler irgendwie, der halt ein Rattenproblem auch hatte irgendwie und immer mehr dem Wahnsinn anheimgefallen ist. Morphiumrezept, oder? Patientenname, unleserlich, Datum, unleserlich, Dr. Med William G. H. Green. Nicht GH, sondern nur einfach nur H. Green. So, okay, dann gehen wir doch mal hier hin. Die so sinister leuchtende Lampe. Ah! Scheiße. Oh Mann. Ach komm. So, letztendlich ist es ja eigentlich fast, ich möchte mal sagen, eine Art Walking Simulator. Was jetzt nicht abwertend klingen soll, aber ich glaube nicht, dass wir hier wirklich mit Gegnern in dem Sinne zu tun haben, die wir bekämpfen müssen, sondern... Ja. Was? Wir müssen einfach hier dem Wahnsinn... Ach, das ist aber ein tolles Stück Papier. Packt wieder hin, jetzt ekelhaft. Was sind denn hier an? Oh, wir haben Teil 1 von 5 gefunden. Man muss quasi diesen Wahnsinn durchlaufen und kriegt somit die Story erzählt, quasi in dem Falle. Okay. Hinter der Tür ist dieses wunderschöne Bild von... Und schon hat sich der Raum wieder verändert. Das ist auch so ein ganz krasses Markenzeichen von der SOP gewesen. Wie gesagt, zieht's euch mal rein. Ha! Hier haben wir noch ein paar Farben. You always wanted to have a huge guard. Green calmed your nerves, you said. Wir haben ein Spiegelbild. Wow. Das ist so selten. Das ist so selten in Horrorspielen. Wahnsinn. Is this the right door for me? Ist das hier nicht lang? Ich mach's trotzdem. Ah, unsere Frau, die war eine begnadete Pianistin. Boah! Tür ist weg. Na, ist ja toll. Ist ja toll. Wie, hallo? Ich würde einfach nur jetzt gerne wieder gehen. Hallo? Entschuldigung? Soll ich abwarten oder was? Oh, hier ist eine. Achso, hier ist jetzt plötzlich eine Treppe. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. No excuses, no accidents, no weakness. Just fire from the depths of your soul. Finish it. Ja, ich will jetzt tatsächlich nicht so viel über die Story verraten. Aber. Ja. Okay, wir haben eine Kerze gefunden. Schön. Auch wichtig. Was haben wir hier? Noch eine Kerze? Okay, alles klar. Und wie durch Zauberhand ist hinter dem Bild ein weiterer Raum. Tatsächlich war leer, so viel. Here we are. I will protect myself. Krass. Tatsächlich war Layers of Fear eins der Spiele, wo ich so einen krassen Lachanfall bekommen habe, bei einer Szene, die so dermaßen unangebracht war. Das ist so. Bin ich stolz? Ah, was ist denn das eigentlich? Ah, okay. Okay, alles klar. Wir können jetzt also mit der Laterne irgendwelche. Things only got worse. Yesterday a stool broke underneath me. My cups stuck to the kitchen table. We need new servants. But these people are so lazy. It's like nobody wants to work anymore.
Ja, nein. Nicht, nicht. Okay, kann ich die Truhe aufmachen? Sehr schön. Oh, schön. Und macht mal ganz schnell wieder zu, das Ding, Alter. Dankeschön. Wunderbar, schön. Wo ist meine Lampe? Da ist meine Lampe. Zu. Okay, dann rufe ich nochmal zurück. Vielleicht kommen wir jetzt hier irgendwo lang. We can have electricity in the bedroom and in the piano room. Apart from that, if you don't want to be around fire, just don't go near it. Hallo? Zu. So, okay, was ist hier irgendwas? Haben wir irgendetwas, was... Ah, jetzt... Nee. Ja, du kommst jetzt hier auch nicht mehr durch, das ist ja auch geil. Müssen wir doch nochmal irgendwas aus der Kiste holen? War da doch jetzt noch irgendwas drin? Muss ich da jetzt irgendwie rinfassen? Ach, der hat einen Schlüssel, der kleine Scheißer. Leg mal her. Dankeschön. Und die passt wunderbar. Yay. Ja, und tatsächlich irgendwie bist du im Spiel immer mehr in den Wahnsinn dieses Malers abgedriftet, was wirklich sehr, sehr geil inszeniert war. I'm resigning from work at this house. I think I don't have to explain reasons. You know how life in this house looks. If I could give you some advice, think about being more understanding and a bit nicer to future servants. Sorry. I'm done. I'll do it myself. Keeping the house from breaking apart can't be that hard. Why can't you understand? I'm working in here. I swear if I'm interrupted one more time. I thought it would be harder. It should be harder. Bones shouldn't break so easily. Was ist jetzt mit der Säge? Wo liegt die wieder hin? Nein, wir haben eine Säge. Ich möchte keine Säge haben. Wozu soll ich denn jetzt hier eine Säge nehmen? Nein, Tür ist auf. Okay, da vorne flimmert was. Das können wir jetzt wegbrennen. Okay, okay. Ja, lass brennen. Gar kein Problem. Ach, schön. Wir kommen hier raus. Ach, und plötzlich brennt alles. Ach, ja, da ist noch das Bild, was ich vorhin meinte, in dem anderen Spiel. Ach, da mal auf das Ding. Eine Kerze, Alter, was geht denn hier ab für einen Scheiß? Na? Ja, alles zerfließt wie Farbe, ne, auf so einem Gemälde. Kann ich jetzt hier... Was ist... Kann ich mich hier freibrennen? Ach, schön. Ach, jetzt ist alles so eklig. Das ist ja toll. Ah, schön. Ach, ein Grammophon. Kann ich hier nicht durch? Bin ich zu dick für die Tür? So, na dann wird mal die schöne Schallplatte auflegen. Dann leg mal auf hier die Schellackplatte. Nein. Use it. Oh, das wird bestimmt irgendeine so creepy Scheißmelodie sein irgendwie. Durch die Melodie wird der Raum jetzt wieder normal. Interessant. Und wir sind anscheinend im Schlafzimmer. It cannot be undone. Ja, es kann nicht ungeschehen gemacht werden, ich weiß. Aber ich wollte doch das Bett machen.
Sorry. Honey, what in the world are you doing? What did the doctor say about straining yourself? Leave that thing alone. It's not going anywhere. Ja, also wie gesagt, die Frau war eine sehr begabte Musikerin. So, was haben wir hier? What is this? I needed to remove the flesh from the bone. At first, I was lost as to how, but then I sawed it off with a handsaw, boiled it, then put the bone in a mortar. I had to get one. Obviously, this was not something I'd done before. Finally, I mixed the dust with some white paint. It made for a lovely undercoat. Ganz toll, das macht die beste Grundierung aus. Wenn man einfach mal so ein bisschen Knochen nimmt. Wunderbar, schön. Irgendwie, der hat nämlich aus allen Sachen, die er so gefunden hat, also halt, ne, ich weiß gar nicht, was er noch mit war. Irgendwie Blut hat er noch gefunden, hat aus allem hat er Farbe gemacht und dann hat er sein Bild gemalt. Ganz schön. Ganz, ganz toll. So, ah, guck mal, jetzt sind wir wieder am Atelier. Und... Achso, muss ich jetzt erstmal hier... Hast selbst verloren, allein, du verdienst es, ein Grab für dich, beende es. Genau, dieser Text hat sich immer mehr vervollständigt. So, ich würde jetzt... Ja, achso, okay. Dann lass uns mal unser Bild weiter rummalen. Yay. Yeah. Ja. Das sind halt so Sachen, die man sich halt gerne ins Wohnzimmer hängt, weil sie halt einfach so, auch so lebensbejahend sind und so Freude ausstrahlend. Und einfach auch so nötig fühlen, wenn man jeden Tag aufkickt. Einfach sagt so, hey, das zu dem ist eigentlich gar nicht so schlimm, wenn ich auf der Bild kicke, aber nein. Achso, okay. Siege, danke, wieder zurück. Oh, schön. Ach, das wär jetzt wieder für Benny. Puppen. He simply wasn't enough. Flup. Okay. No, this ja. Is private. Ja, okay, okay, ich weiß, ist privat, fass ich nie an. So. Tatsächlich muss man mehrere Sachen hier mal anfassen irgendwie. Also in der Demo weiß ich jetzt nicht, aber im Originalspiel war es so, weil sich immer ständig irgendetwas verändert hat. He comes to me at the bottom of the bottle. The horned master of cubism. We drink to the fall of reality. Till the shapes sharpen. And I cut myself on the rectangular, infinitely straight edges of my glass. And he retreats to his nest in the iris of my left eye. Ja, und natürlich, wie es auch anders kommen soll, irgendwie hat auch Hans Jana mal eingezwitschert. Ne? Ich glaube, der hat sich auch komplett so um den Verstand gesoffen. Auch. Ja, okay, ein Zahnrad. Kann man das hier irgendwo einsetzen? Ich würde sagen, vielleicht da. Ne. Warten, warten. Warum? Bah! Wer? Nein! Oh Gott! Oh Gott! Ah! Nein! Nee, nee! Lass mich doch bitte in Ruhe! Oh Gott! Nein! Gemütlicher Walking-Simulator, hat er gesagt. Gemütlicher Walking-Simulator! Oh, hier haben wir noch ein Zahnrad. Nein! Lass mich bitte! Oh! Oh, 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 Scheiße! Okay, cool bleiben. Alter, ich habe eine richtig krasse Gänsehaut. Sehr unangenehm im Spiel. Bin dafür, dass der Benny spielt nachher. Na, ah, natürlich. Oh, oh Gott. Alter, das ist wie ein Albtraum, das Ding. Komm, lauf. Auf zu, sag es. Na? Oh, da kommt sie, da kommt sie. Alter, guckt euch doch mal diese Butze an. Da kann man auch nur kotzen. Nein. Mann, lass mich doch in Ruhe. Ich hab doch noch einen Shit-Hahn. Ich geh da lang. Nein, bin ich hier nicht schon lang gelaufen. Hier bin ich doch schon, oder? Nein. Kommt ihr jetzt hier mit her? Muss ich jetzt wieder diesen Umweg laufen? Ich laufe jetzt hier vorne lang. Oh, bitte komm mir nicht entgegen. Bitte, bitte, bitte. No. Okay, cool. Ja.
Okay, hier bin ich auf jeden Fall schon mal lang gelaufen, aber ja, letztendlich. Wie sieht jetzt. Ah, hier ist der nächste Zahnrad. Sehr schön. Gotcha this time. Warten. Oh! Oh, nee. Oh, nee. Nee, 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 nope. Bin weg. Ist mir egal. Oh, nein, 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 lass mich, nein, 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 bitte, nein, 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 das ist echt nein, lass mich in Ruhe. Nein, nicht, nicht, was, nicht. Na. Ja, 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 ist doch gut, ist doch gut. Mann, wer hat denn hier, wer baut denn so eine scheiß Dinger hier, ey? Mann. So, hier vorne ran damit. Und ran damit. Und, ist das jetzt offen? Ja. Ah, oh, und durch. Und weg. Und Verpissung. Ich hab keinen Bock dir. Danke, dass du die Demo-Vision von Layers of Fear gespielt hast. Oh, wir hoffen, das hat dir gefallen. Und freuen uns auf dein Feedback. Bleib auf den Laufenden. Oh Gott, Alter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Freunde, ich sag, wie das. Das kann Benny spielen. Das ist ja mal krass. Oh Gott. Oh Gottes Willen.